Hallo Leute und willkommen zu GTA 4. Ich habe jetzt erstmal die erweiterte Version von dem Assassinations Mod weggetan, weil aus irgendeinem Grund die ganze Zeit zwei Leute dann spawnen und dann gleich danach ein Script Error mit SS kommt. Ich meine, dass dieser Script Error da ist, wusste ich ja schon ein bisschen länger, weil er sich auch hin und wieder mal so gemeldet hat, aber jetzt nicht direkt, als ich auf E gedrückt habe und mit einem von den zwei interagieren wollte. Ja, wisst ihr was? Einfach sprechen, Handzeichen machen, keine Ahnung. Weil die Typen reden nicht wirklich und lauter solche schönen Sachen. Geht ein bisschen schlecht. Ja. Hören sich jedes Mal so verständnisvoll an, aber trotzdem verliert man Sympathie bei denen. Was ich ja verstehen kann, aber trotzdem. Sodala. Jetzt nur einer. Das ist doch gut. Tut mir leid für diese Unterbrechung, Leute. Ich wollte mich gerade eben nur selber trinken gehen, bis ich gemerkt habe, dass ich dafür Anlauf nehmen muss und diese Bank nicht gerade eben sehr hilfreich war. God fucking damn it. Aber was ich ja nicht irgendwie machen wollte, ist mir eigentlich so ein Fahrzeug zu kaufen. Weil ich habe jetzt hier schon 100.000. Eigentlich wollte ich das noch ein bisschen sparen, aber dann kam wieder mein irrationales Ich und hat sich einfallen lassen, wie wäre es, wenn man einfach mal ein neues Fahrzeug kauft. Bitte Leute, bringt mich nicht um. Aber auf jeden Fall, ich vergesse die ganze Zeit, was ich sagen wollte. Außer, dass ich gerade eben extrem verstört bin. Vor allen Dingen auch aus diesem Grund verstört, weil ich keine Ahnung mehr habe, warum dieser Mod nicht mehr funktioniert. Warte mal, was? Oh ja, ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum die Polizei gerade eben so drauf ist. Irgendwie ein ganz komisches Gefühl gerade eben mit der Maus, wie ich finde. Steckt nicht irgendwo fest. Oh, deswegen. Ja, ist ziemlich verstaubt. Nun gut. Das Fahrzeug kann man eigentlich bei Brucey's Autos und oder wie auch immer kaufen. Oder positiver Aspekt dabei ist er jetzt noch, ich kann meinen Cadillac DTS jetzt endlich dafür benutzen, und zwar einen Geldtransporter zu überfallen. Ja. So Leute, willkommen zurück. Ja. Es tut mir ein klein wenig leid, dass ich jetzt wieder eine Unterbrechung machen musste. Aber es ist gerade eben extrem schlimm mit mir. Ich habe komplett vergessen, wo dieser Tunnel hier nochmal war. Bin die ganze Zeit gerade eben in Algonquin rumgefahren, hat Polizisten gestriffen. Dementsprechend habe ich jetzt auch einen Stern. Deswegen, Leute, es tut mir gerade eben sehr leid, aber naja, es muss jetzt erstmal auch leider sein. Aber dieses Fahrzeug kostet ja so ungefähr 22.000. So viel habe ich eingestellt. Ob das jetzt noch irgendetwas mit der Realität zu tun hat, ist jetzt auch erstmal egal. Tun wir einfach mal so, dass jetzt noch 2009 ist. Falls da das Fahrzeug rausgekommen ist. Wieder mal, keine Ahnung. Und ich sollte vielleicht doch die Polizei losbekommen, bevor ich noch zu Brucey fahre. Das wäre extrem hilfreich, wie ich finde. Aber es ist eigentlich auch bloß ein Vorschlag an mich selber. Ganz freundlicher. Ja, bevor ich jetzt nur was Dummes tue. Aber jetzt da. Okay, das ist jetzt sogar noch in der Nähe. Heilige. Also das, was ich gerade eben heute habe, passiert mir auch zum ersten Mal. Dass ich mal gelegentlich ein Blackout habe, ist, naja, jetzt nicht allzu selten. Vor allem, wenn ich mich noch dran erinnern muss, was ich beim letzten Mal zum Teufel getrieben habe. Da konnte ich es ja noch verstehen. Aber zu vergessen, wo der Tunnel ist, nachdem ich so oft den Tunnel benutzt habe, ist irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt mache ich auch mir ein bisschen Sorgen um mich selber. Oh Gott, ist diese Backpfeife jetzt wieder da. Jedes Mal, wenn ich Eddie hier sehe, erschieße ich den Typen. Ist natürlich nur unfreundlich gemeint, aber ja, so viel zu diesem Thema. Was kann ich mir denn alles so Schönes kaufen? Ein Ford Crown Victoria? Nope. Ich dachte für einen Moment, ein Script Error kam jetzt wieder. Ich sollte den Preis von einem Landstalker anpassen, weil dieser Suburban ist schon deutlich älter. Infinity? Ja, nein, schwer zu sagen. Audi Q7 würde ich meine schon beinahe kaufen, aber 80.000 ist jetzt doch klein wenig außerhalb meiner, ja, Verdienstmöglichkeiten.
Dafür müsste ich jetzt zweimal einen Geldtransporter überfallen und einen Weg aufwenden, die 6000 da zu entfernen, auch wenn es eine imaginäre Regel ist, aber trotzdem. Naja, Porsche Cayenne, jetzt da! Und auch noch mit dieser Lackierung. Me likey. Ich hab das Fahrzeug. Okay. Ich hab das Fahrzeug nicht gekauft. Für einen Moment habe ich was durcheinander bekommen. Ich weiß, was hinzufahre, aber trotzdem. Okay, kurz warten. Jetzt das, sehr gut. 1, 2, 3. Ja, FXT. Ich habe gerade eben nach Cavalcade gesucht. Gott, dieser Name ist so ein, ja, nettes Beispiel, wie man Zungenknoten reinbekommen kann. Nicht so weit runter. Nein, jetzt bringe ich nur noch die Streifen, dann wäre alles okay. Komm schon, Spiel. Ich brauche diese Streifen. Ja, vor allen Dingen mit schwarzen Felgen, das wäre doch was Feines. Kurz warten, jetzt wieder zurück. Ja, dann nochmal wieder zurück. Okay. Schön zu sehen, dass es wohl anscheinend eher ein Unfall war, dass das Fahrzeug mir etwas mit Streifen gegeben hat. Ich würde jetzt ausprobieren. Ne, warte mal, ich glaube, das war ja sogar auf Numpad 5, dass man die Lackierung ändern kann. Ja, okay, dann muss ich nicht die ganze Zeit umher switchen. Komm schon, bitte. Es gibt ein paar tolle Farben, die ich jetzt schon mehrmals reinbekommen habe. Genau mit dem, Suis. Genau mit dem. So. Numpad 9. Leute, es tut mir so leid, dass das jetzt mal ein bisschen gebraucht hat. Aber nun gut. Jetzt heißt es erstmal, dieses Fahrzeug zu nehmen und dann meinen Cadillac DST entweder zu verkaufen oder das dann einfach für einen Raubüberfall verwenden. Oh Gott, geil Transporter. Es muss wirklich manchmal echt eine Methode geben, das ein bisschen schneller zu erledigen. Ich meine, 4 Sterne bei diesem Spiel zu entkommen, ist ja jetzt nicht allzu schwierig. Aber das Problem ist halt eben, meistens wenn man dann aus diesem Radius draußen ist, stößt man dann hin und wieder mal auf Patrouillen, in die man dich nicht reinstoßen wollte. Und vor allen Dingen braucht es noch ein klein wenig, bis man überhaupt zu diesem Bereich kommt, wo überhaupt gar kein Polizist ist und man potenziell entkommen könnte. Gott, meine Erklärungsgötze sind heute außer für den Arsch. Okay, schön zu schön zu sehen, dass mir, naja, mein Verkäufer so nett war und hat mir anscheinend Sommerreifen gegeben. Warum auch nicht? Hoffentlich werde ich nicht von der Polizei angehalten, ne? Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass meine lieben alten Kollegen mich dafür erschießen würden, ne? Nur weil ich schon ein paar Kollegen von denen umgebracht habe. Ja, muss schon zugeben, hin und wieder mal war es so eher so ein, ja, sagen wir mal ein Gebietkampf und ich wurde klein wenig wütend und habe es an andere Polizisten ausgelassen. Und zwar, wenn mich ein Polizist überfahren hat, habe ich den nächsten überfahren, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Ist es nicht eine wunderbare Logik? Ich weiß, Leute, deswegen mache ich es ja auch so gerne. Vor allen Dingen ist es auch so interessant, hier in einem Tunnel so zu fahren. Aber es ist gut zu sehen, dass man wenigstens hier unten keine Streifen hinterlässt, weil zum Beispiel beim Strip Club in Bohan ist ja der Parkplatz nicht wirklich mit Schnee übersehen, aber man lässt jedes Mal Reifenabdrücke zurück und das sieht ein bisschen komisch aus, wie ich finde. Ja. Ich glaube, wenn ich bremsen will, soll ich nicht gleichzeitig lenken, um zu hoffen, dass eben noch mein Fahrzeug überlenkt. Oh Gott. Jetzt frage ich mich gerade eben und korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber ist jetzt eigentlich nicht ABS dafür zuständig, wenn man jetzt zum Beispiel bremst und lenken will, dass es irgendwie die Lenkung blockiert? Irgendwie so war das, ja. Was soll ich sagen, Leute? In dem Thema habe ich in der Fahrschule wirklich nicht aufgepasst, weil im Ernst, tut es irgendwas bei mir verändern? Ich sehe es so, und zwar entweder finde ich es heraus oder ich tue es nicht herausfinden. Ich hoffe eher auf das Zweite, aber man weiß ja nie. Aber dann habe ich wenigstens beim ersten Punkt dann ein bisschen mehr Spaß, wenn ich realisiere, oh, ich wollte eigentlich links lenken und das Fahrzeug hat sich jetzt nicht wirklich so verhalten, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber so, da. Dieses Fahrzeug noch ganz kurz hier in Algonquin. Das war nicht gut von dir, Kollege. Oh, okay.
Ich meine, du bist doch nicht weit entfernt von ein paar Polizisten. Die werden bestimmt eine Ambulanz rufen, da bin ich mir sicher. Eigentlich nicht. Aber man kann es ja auf jeden Fall sagen. Aber er ist in mir reingefahren. Auch wenn ich in eine mehr oder weniger Einbahnstraße reingefahren bin. Trotzdem, man muss mir nicht jetzt mal reinlenken. Aber dann wiederum muss man ihn nicht auf der Straße bluten lassen. Ich schätze mal Touché. Nein, das wollte ich nicht öffnen, sondern das hier. Es sieht ein klein wenig komisch aus. Jetzt total nicht mehr. Hier ist mal schön zu sehen, wenn es so grell wird. Ja, da. Jetzt erstmal das Fahrzeug noch ordentlich hinstellen. Und am besten noch die Linie sehen, das würde helfen. So, sehr gut. Ich gucke dann auch, dass ich mal bald ein paar andere Fahrzeuge kaufe, aber ja, es geht ein bisschen schwierig. Weil ich könnte vielleicht in Erwägung ziehen, wenn ich einen Laden besitzen würde, der jetzt wie Brucey so teuer wäre. Und theoretisch würde ich jetzt sagen, ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt mir ein Fahrzeug gekauft habe und dann das sag. Ja, aber 2 Millionen, ob ich jetzt 20.000 ausgebe, macht keinen Unterschied, ja. Keinen Unterschied, weil so oder so braucht es ein Jahrzehnt, bis ich zu 2 Millionen Dollar kommen werde. Aber schön zu sehen, dass ich jetzt hier eine Porsche Panamera gefunden habe, weil dieses Teil ist ziemlich gut auf dem Schnee. Ja, für einen Moment habe ich vergessen, was ich machen wollte. Gott. Obwohl, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich werde zuerst ein paar Fahrzeuge verkaufen und guck einfach, dass ich mir ein Chevrolet Caprice hole, dass ich einfach so dann Geldtransporter überfall, falls ich das so mache. Ich muss es jetzt noch gucken, weil, wie gesagt, ich will es nicht unbedingt in jeder Folge machen. Es soll ja was mehr oder weniger Spezielles sein. Ja, aber deswegen ist es ja auch einer der nur zwei Verdienstmöglichkeiten, was ein bisschen blöd ist, aber ja, okay. Eigentlich könnte ich ja mal ein paar vorgeschlagene Mods noch hinzufügen, aber das Problem ist halt eben, ein Mod ist eher so ein Bodyguard-Mod. Es wäre toll, wenn ich ein Bodyguard sein müsste. Weniger jetzt für den VIP, aber ich meine auf jeden Fall, das wäre genial, aber das war eigentlich eher so ein Mod, der mir empfohlen wurde, dass ich eine Eskorte haben kann. Okay, vielleicht eher, soll ich so sagen, und zwar Bodyguards. Deswegen, ja, war das jetzt auch nicht so ganz hilfreich, aber diesen Mod, dass man Drogen zum Beispiel verkaufen kann auf der Straße oder auch Leute überfallen kann, den habe ich eigentlich schon drin gehabt, aber den habe ich dann über die Zeit auch wieder weggetan, weil A, verdient man da wirklich eh nicht viel, zumindest aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Vielleicht lag es daran, weil ich nur die ganze Taschendiebstahl gemacht habe, aber ja. Deswegen habe ich mir gedacht, braucht man das? Ich denke mal, nicht wirklich. Aber so, jetzt erstmal den Porsche Panamera verkaufen. Okay, wenigstens konnte ich ihn noch für diesen Preis verkaufen. Normalerweise, wenn so eine Beute drin ist, ist das Spiel ein klein wenig mies und dreht mir wirklich 72 Dollar dafür auf. Ja, mir ist das schon mal mit einem Cadillac Escalade passiert. Ist so ziemlich immer das einzige Fahrzeug, wo es mir am häufigsten passiert. Aber dann wiederum könnte es auch daran liegen, weil es einer der häufigsten Karren ist, die ich finde. Ja, da könnte vielleicht auch das sogar dran liegen. Aber wenigstens schön zu sehen, dass sie hier einen Porsche Panamera haben. Oh toll. 30 Sekunden warten, warum auch nicht. Leute, wisst ihr was? Ich komme gleich wieder. So Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt eigentlich erstmal eine Planänderung machen wollen, und zwar, dass ich ein Noose aka SWAT-Transporter kriege. Aber wie es sich rausgestellt hat, sollte ich vielleicht nicht mitten auf der Straße stehen, wenn ich das mache, weil ich sag's mal so, die üblichen Gefahren sind halt, überfahren zu werden und danach mit einer Schrotflinte aus nächster Distanz erschossen zu werden. Und genau das ist mir passiert, aber wenigstens habe ich noch klein wenig von der M4-Munition noch behalten. Aber Leute, das war jetzt erstmal GTA 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.